Yo, moin Leute, was geht ab? Zurück zu einer neuen Folge Trainer Go und zurück zu einem neuen Account Overview. Alter, voll geil. Ich freue mich mal wieder, endlich mal wieder ein bisschen overviewen zu können. Der gute alte Enzo hat uns diesen Account zur Verfügung gestellt. Deswegen vielen Dank dafür. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dir denn vielleicht ein paar Sachen mitgeben können am heutigen Tag. Anscheinend war er ein paar Tage länger nicht online. Hier sind noch sämtliche Gildenbelohnungen, was man alles natürlich noch abholen kann. So kommt er wieder auf ganze 2500 Dias. Das ist natürlich dann schon die erste Sache, die man sagen muss. Wenn du heute noch nicht online warst, okay, das war heute. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du so viel Stuff dann über die Tage bekommst. Jedenfalls, solltest du heute noch nicht online gewesen sein, dann sei dir verziehen. Solltest du heute schon online solltest du die letzten Tage nicht online gewesen sein, dann muss ich mit dem Finger auf dich zeigen. Du musst natürlich jeden Tag online gehen, um natürlich auch was reißen zu können. Wir machen hier einmal kurz Spin Fun, holen für dich deine 550 Dias und haben dann natürlich auch den ersten Verbrauch, haben deine 50 Dias heute geholt. So, Freunde. Dann, ne, natürlich klar, sondern die Dailies auch nicht gemacht, das ist gar keine Question. Aber kommen wir Level 28 mit Level 82? Ja, es ist nice, ist nice. Kraftranking 6. Okay. Wir sind übrigens gerade auf Server 151 unterwegs. Ha! Und den Typen fick ich trotzdem. Ha! Get plepp, du scheiß Noob. Genau. Bilder sammeln. Das ist wenig. Da musst du auf jeden Fall noch aufpushen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe selber erst erfahren, dass man immer wieder auch bei Pokémon kleinen Geheimgebieten sämtliche Sachen dann rausholen kann. Was du wo rausholst, siehst du dann hier unten bei den verschiedenen Wetter. Da kannst du dann auch ganz vieles für ganz wenig Aufwand entwickeln. So, kommen wir aber zum Wichtigsten. Oh, der Gute spielt ein Albtraumteam. Ein Albtraumteam, was aber ein Zoroark drin hat. Okay, okay, das ist interessant. Das ist interessant. Wir gucken uns aber erstmal jetzt seine anderen Pokémon noch an. Hier haben wir natürlich das Ur-Giratina. Ist klar, wahrscheinlich hat er die drei als Geist-Team auch noch als Team stehen. Nein, da nicht. Da genau, noch ein Geist-Team mit 1,5 Millionen Power. Ist auch in Ordnung so. Was das hier ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch eher irrelevant. So, wir fokussieren uns aufs Albtraum-Team. Denn ich selber bin gar kein Fan davon, dass wenn man gegen drei Pokémon kämpft und allerdings nur ein Pokémon dabei hat, was ausschließlich Schaden macht, bis auf den einen Buff, weil Zoroark hat ja hier, ne, einen schönen. Okay, okay, okay. Okay, also das wird hier noch mehr. Okay, mein Bruder. Du. Das ist gut. Das ist perfekt poliert. Das ist super. Das ist, denke ich, auch. Genau, das ist auch perfekt poliert mit dem Darkrai. Was macht das Zoroark da drin? Zoroark hat übrigens auch nur Spezialangriffsschaden, deswegen den Durchbruch vom Angriff auf jeden Fall nicht locken. Macht dir das Leben nicht selber schwer, sondern geh lieber weiter auf die Initiative. Allerdings, wie gesagt, verstehe ich überhaupt gar nicht, was dieses Zoroark da drin zu suchen hat. Was du hier allerdings noch suchen solltest, ich muss mal gerade gucken. Was machst du mit deinen Fähigkeiten gerade? Du solltest unbedingt, Alter, das ist schon fast lebensnotwendig. Das hier machst du weg. Ja, wobei, Fähigkeiten. Ja, doch, das machst du trotzdem weg. Das machst du trotz. Ja, oder? Jetzt gerade mit dem neuen Sleep-Buff? Nein, ich glaube, das ist gut. Das ist okay. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das ist aber nicht gut. Hier solltest du dann eher entweder für den Damage, ist klar, auf Drachensprache gehen. Weil wenn du hier sagst, du möchtest Damage haben, Spezialangriff plus, dann geh lieber auf Drachensprache. Das bringt im Endeffekt mehr, das glauben wir mal. Und was hier Sache ist, ne? Darüber müssen wir nicht reden. Allerdings, wie gesagt, Ich weiß nicht, das Ding hat halt nur 5200 Initiative.
Nee, also beim besten Willen, ich kann ja vieles durchgehen lassen, aber Meloetta ohne eine Flinkklaue? Nein. Kannst ja hier deinem Darkrai die Überreste geben, ist ja gar kein Problem. Allerdings, wie gesagt, Meloetta ohne Flinkklaue. Es ist halt trotzdem nur bei 5400 Init. Deswegen musst du hier unbedingt eigentlich gezwungenermaßen schon... Hat Meloetta keinen Temposchub? Okay, Meloetta keinen Temposchub, ich habe nichts gesagt. Anscheinend komisch. Dann gucken wir uns die Accessoires an. Du hast hier ein Stern-Trinset, das ist super. Natürlich muss das noch geplust werden, ne? Wie man das optimal plust, das kannst du ganz einfach, ne, auschecken, habe ich ein Video zu gemacht. Wie es am einfachsten und vor allem am billigsten geht. Plus 15. Plus 14. Also Bruder, du musst unbedingt, gerade auch, das kannst du super gut bei Energie-Events machen. Farm die scheiß Wildnis ab, Alter. Guck mal, hier. Ich mache dir das jetzt mal einfach schon mal für heute, damit du dann auch gleichzeitig noch die Quest fertig hast. Geh in Wildnis erkunden und farm die Karten ab. Du brauchst die. Plus 14, 15, das ist viel, viel, viel zu wenig. Die müssen mindestens auf 20 hoch. Beide. Zoroark wird bitte, bitte, bitte ganz schnell ausgetauscht. Genau wie der Orden hier. Genau wie der Orden hier wird Zoroark bitte ganz schnell ausgetauscht. Für ein Celebi. Bitte, bitte mach das. Dann hast du Celebi drin und dann hast du keine Probleme mehr, dass die auch aus dem Schlaf aufwachen. Und dann geht das nämlich ganz schnell, dass du hier auch hochkommst. Was macht er hier? Klar, der Dude. Du hast hier wahrscheinlich dein Team drin. Ja, genau. Gucken wir einfach mal. Vielleicht kommen wir ja hoch. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du auf jeden Fall guckst, was sind die Skills, was für Attribute haben die Skills, wie sieht das Zuchtlevel aus, ist das Zuchtlevel hoch genug, kannst du mit dem Zuchtlevel arbeiten. Also es ist ganz viel, was da aufeinander kommt, so dass es schon fast gruselig ist. Okay, also ich muss gerade erstmal mit Darkrai selber klarkommen, weil ich kenne Darkrai nicht so wirklich. Muss dann gucken, dass ich die zum Sleepen bekomme. Erstmal hier, ne, das komische Cresselia weg. Das war dumm. Das war äußerst dumm. Aber du siehst, den Typen hier kriegst du locker easy weg. Also ich weiß gar nicht, warum du nur Rang 8 bist. Der Typ hier ist ein Joke. Ich bin immer noch gedings. Okay, das ist belastend. Aber wie gesagt, der Typ hier ist alles andere als gut. Deswegen, wie gesagt, weiß ich nicht, warum du den Typen hier nicht schaffst. Oder wieso er dich schafft, keine Ahnung. Jedenfalls, wie gesagt, Zoroark ist an sich ein super schönes, geiles Pokémon. Habe ich auch tatsächlich echt gerne. Aber es ist nicht geeignet für ein Unlicht, für ein Albtraumteam. Also, wie gesagt, ist zwar super schön, aber nicht für ein Unlicht, für ein Albtraumteam geeignet. Da hol dir lieber ein Celebi. Wenn ich natürlich jetzt Quatsch rede und Zoroark ist super geil für ein Albtraum-Team, dann seien wir verziehen. Ich habe bis jetzt die Erfahrung damit gemacht, dass gerade, dann auch in dem Sinne dann die Leute eher untergehen, wenn ein Pokémon dann auch Damage macht und die Pokémon dann nicht durchgängig gesleep bleiben. Ich muss mal gerade gucken, wie das mit dem Darkrai funktioniert. Wie gesagt, habe gar keine Erfahrung mit Albtraum-Team, gar keine. Ist jetzt quasi my first impression. Ich hoffe auch, dass ich jetzt gerade nichts kaputt mache in Richtung, dass du hier eigentlich, beziehungsweise dass du eigentlich gar nicht im Rank climben wolltest, dass ich hier irgendwelche Winstreaks kaputt mache. Wenn doch, sei mir ebenfalls verziehen. Ich möchte nur dein Bestes. Aber wie gesagt, overall musst du halt gucken, dass du dann auch oben weiter mitspielst. Denn umso weiter du oben mitspielst. Okay, das war Damage. Umso weiter du oben mitspielst, desto besser ist es natürlich auch für deinen Progress in Richtung Damage. So, darf ich denn jetzt mal die Viecher sleepen? Ich darf vor allem mich selber sleepen, okay? Ich weiß nicht, was da für ein Team am Bean ist, aber es ist strong. Aber nicht strong enough. So, wie gesagt, den Typen kriegst du auch locker easy runter. Ah, guck mal, das war die Sleep-Attacke von Darkrai. Die hier war es, ne? Warte, welche war es jetzt? Die hier, ne? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Egal. Ne, jedenfalls das auch kein Problem. Wie gesagt, hoffe jetzt, dass ich nichts kaputt mache. Hoffe ich ganz doll.
Aber du kannst auf jeden Fall abclimben und dann dementsprechend auch mehr Diamanten, mehr alles holen. Ist, denke ich mal, ganz, ganz gut auch für dich selber. Ja, komm, fuck off, ne? Machen wir Platz 4 auch noch klar. Gucken zumindest, dass wir Platz 4 auch noch klar machen. Also, wie gesagt, ich möchte nichts kaputt machen. Sorg dafür, dass dein Team auf jeden Fall noch geplust wird. Weil, wenn du das Team so beibehältst, ist ja schön und gut, auch mit dem Zoroark meinetwegen. Weil Schaden macht es ja auf jeden Fall ganz gut. Das sieht man ja auch definitiv. Aber... Oh, das Ding hat... Hat das ja doof. Aber du musst halt auch schauen, dass du das dann... Dass du das dann so hinkriegst, hingebogen bekommst, dass es genug Schaden macht, damit du auch... Ach, das war, die Psycho-Attacke war das Sleep-Ding, okay. Dass du dann auch genug Schaden bekommst, beziehungsweise machst, dass du damit weiter klarkommst. Weil ansonsten wird es irgendwann so sein, dass du an den Punkt kommst, wo du nicht mehr genug Schaden machst und wo du die Leute dann nur wegen des mangelnden Schadens nicht mehr schaffst. Das Arceus ist stark. Wieso hat das jetzt aufgeweckt? Das ist uncool. Schlaft, meine Schlampen, schlaft. So, das haben wir weg. Das freezen wir nochmal. Dann ist halt Rang 4 auch echt überhaupt gar kein Problem. Gerade wenn du sagst, Albtraum, hier hast du Albtraum. Und dann haben sie eh gar keine Chance mehr, kommen sie überhaupt gar nicht mehr aus dem Sleep raus. Selbst wenn Meloetta jetzt noch gestorben wäre, da mal drauf geschissen. Aber du siehst halt, ne, bist im Damage, bist du 6. Rang. Hier kommst du halt gerade auch mit dem Albtraum-Team. Wenn ich hier auch sehe, was die Leute hier für Teams spielen. Was spielen die denn bitte für scheiß Teams? Alter! Da kannst du richtig schön abclimben. Das macht dann richtig Spaß. Und kannst dann auch dementsprechend mehr Dias, mehr Fragmente mitnehmen. Auch für Unis. Lass dich ja nicht abschrecken davon, dass die 400.000, 500.000 Power mehr haben. Das ist im Endeffekt scheißegal, so gesehen. Wichtig ist halt... Wieso ist der aus dem Spiel raus? Egal. Wichtig ist halt, dass du am Ball bleibst in Richtung auch... Okay, das ist uncool. Danke. Ja, siehst du jetzt hier einen Heilorden, wäre es halt tausendmal praktischer. Hier würde ich jetzt schon fast behaupten, verlierst du aufgrund deines nicht vorhandenen Heilordens. Feuerorden ist halt, bringt gar nichts. Also wenn du einen Damage-Orden spielen möchtest, dann spielst du bitte den Quellorden. Aber der Feuerorden bringt ja an der Stelle 0, gar nichts. Man kann ja gerade mal versuchen, wie es dann aussieht. Ich meine, klar, der wird nicht gepusht sein, ist ja auch gar keine Frage. Aber wenn du dann da mit einem, war das der jetzt oder der? Ich glaube, der hier war es, ne? Oder war das der? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn du dann da mit dem Heilorden reingehst, hast du gerade gegen solche Teams, die dich dann halt auch sleepen, stunnen, was auch immer, und wenn es nur ein Electrify ist, dass du dann da definitiv bessere Chancen hast. Genau, der Typ hier war's. Gucken, dass wir den dann auch so weit bekommen, dass wir den dann im Sleep halten können vielleicht. Ja, jetzt ist alles am Sleepen. Das hier muss noch weg. Ich weiß gar nicht, hatte er einen Heilorden? Guck, jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo es dann so ist, dass wir da sind, dass wir ihn aus dem Sleep rausholen müssen. Und das war halt genau die Sache, die ich dann zu meckern hätte. Die dann halt echt dumm läuft, so gesehen. Weil dann hast du einmal alle aus dem Sleep raus, beziehungsweise dann hast du einmal einen aus dem Sleep raus und schon ist dann auch relativ schnell Sense. Und er ist dann halt mit dem Heilorden dann absolut on top. Ne, und dann kommst du halt nicht mehr gegen an. Also das ist halt das, was ich meine. Hättest du dann Celebi anstatt des Zoroark,
Zoroark ist zwar ganz cool, was Schaden auch angeht, aber hättest du dann Celebi anstatt von Zoroark, dann hättest du dann halt auch den Support in Richtung Heal, in Richtung Aufheben von ne, diesen Effekten. Das wäre halt ein ganz anderes Kaliber. Dann packst du halt auf dein Celebi sowas wie ein Bodyguard drauf und dann kommt da auch keiner mehr durch Celebi durch. Also, wenn du die Fragmente übrig haben solltest irgendwann, ich meine, du hast jetzt hier 460, ich hoffe, die Fragmente schmilzt du dann irgendwann ein. Brauchst sogar schon nur noch 1000 Fragmente noch und du hast dein Celebi. Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht Zekrom und Reshi-Fragmente sammeln, die so lange, bis du die voll hast. Und dann beschwör nicht Zekrom und Reshiram, sondern beschwör. Ach, warte, Celebi. Du brauchst sogar noch 1100. Also, die hier sparst du. Ja, ich weiß ja nicht, ob du irgendwann ein Kyogre-Team spielen möchtest. Wenn nicht, wenn du das Team spielen möchtest, sparst es. Wenn nicht, hau die weg. Zekrom-Fragmente, hau weg. Reshi-Fragmente, hau weg. Darkrai haste, hau weg. Arceus haste, glaube ich. Hau weg. Schabelle braucht keiner, hau weg. Wenn du Schling spielen möchtest, ne, Schling, klar, braucht man. Aber dann hol dir unbedingt Celebi. Vererb meinetwegen dein Zoroark auf dein Celebi, aber. Oder beziehungsweise, ja doch, Freundschaft 80, ja, kann man schon mal machen. Holst dir auf jeden Fall. Celebi ist ein unglaublich starkes Pokémon. Farm auf jeden Fall die Kombinationskarten, das ist unglaublich wichtig. Mach deine Dailies, das ist auch unglaublich wichtig. Trainingsfahrt. Bist du fast, ja gut, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja gut, hier könnte man noch ein bisschen pushen, wenn du die Steinchen dafür hättest. Aber hier ansonsten sieht das okay aus. Kann man machen. Wunschstern. Hast du 2 freigeschaltet? Genau, wahrscheinlich genau den für VIP 6. Ist ja auch richtig. Hier hast du... Genau, der Scheiße, richtig. Okay, Walter. Ansonsten, die hast du überall drin, richtig? Richtig, da hast du sogar Legisteine drin. Das ist nice. Hast du die gelevelt? Natürlich hast du die gelevelt. So muss das aussehen. Das ist schön. Das ist natürlich bei allen. Wie sieht es bei dem Darkrai hier aus? Perfekt. Sieht auch gut aus. Machst du auch weiter. Bist du auch auf einem guten Weg. So soll es sein. Das ist super. Fähigkeiten. Hast du den ersten Baum hast du noch nicht durch? Mach erst einen Baum fertig, bevor du dich mit etwas anderem auseinandersetzt. Duellturm. Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit. 47. Okay. Also hau den Duellturm auf jeden Fall weiter hoch, egal wie viele Versuche es fordert. Pokémon Liga nehme ich mal an, machst dir mal durch. Genau wie Allianzversammlung und ähnliches. Hier nehme ich mir ebenfalls einfach mal die Freiheit, was da reinzupacken. Legendäre ist anscheinend nicht genug. Mega ist anscheinend auch nicht genug, beziehungsweise nicht die richtigen. Dann füll auf jeden Fall weiter dein Pokédex auf und wenn es nur mit Entwicklungen ist, wie, keine Ahnung, hier Bummels zum Mund hier. Das ist ein Pokédex-Eintrag, das sind wieder Prozente, die draufkommen. Alles wichtig, alles Stuff. Level 83 in Aussicht, wie welches Level? Der höchste? 86 auch erst. Was? Der höchste ist erst 86? Der hat auf jeden Fall was falsch gemacht, würde ich sagen. Naja, jedenfalls ist das so das, was ich dir mitgeben kann. Der hat mein Bild geklaut. Mach das alles. Der hat auch nur ein Bild mehr als ich. Alter, was ist denn auf deinem Server los, Mann? Die sind scheiße alle. Guck, dass du in der Duellarena auf jeden Fall dann weiter hochclimbst, immer deine Fragmente dann auch mitnehmen kannst. Und ansonsten gibt es da auch nicht mehr viel zu sagen. Das wird dann auf jeden Fall schon. Wie gesagt, zu Roark auf jeden Fall austauschen. Hast du gerade gesehen, warum. War zum Glück sogar ein sehr gutes Beispiel, warum. Hier, wie gesagt, was die Fähigkeiten angeht, was die Accessoires angeht, ne? Noch pushen, dass du da auch dann deinem Celebi ein schönes Set geben kannst. Das Set hier ist doch gar nicht so scheiße für Celebi. Natürlich die Schuhe, Alter, die müssen auch richtig gepusht werden. Ich hoffe, das hast du nur vergessen. Und dann sieht es auch schon super gut aus und du kannst auch mit dem Albtraum-Team dann auch ruhig durchstarten. Ich meine, wie gesagt, deine Mates hier auf dem Server sind jetzt nicht so gut. Mach das ruhig! Wenn ihr möchtet, dass ich mir euren Account angucke, damit vielleicht ein bisschen was mache, vielleicht ein bisschen höher komme, ein bisschen weiter komme, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Mich würde es super freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, einen Daumen nach oben natürlich auch. Denn Leute, wir gehen jetzt auf die 500 Abos zu.
kurz nach den 400, gehen wir auf die 500 Abos zu. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn wir die 500 dieses Jahr vielleicht sogar noch knacken könnten. 400 war das Ziel, haben wir geschafft. Ich bin aber erstmal raus, Leute. Wünsche euch was. Macht's gut. Peace out. Und ciao.